gelöscht. Ganz sicher? CDs oder DVDs liegen nirgendwo rum. Das müsste die einzige Kopie gewesen sein. Ach, Sandra, die ist lieb und nett. Aber du bist ein ganz anderes Kaliber. Hast du das endlich begreifen? Wenn Sie schon bei den Großen mitmischen wollen, dann sollten Sie vorher Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wer sagt denn, dass ich nicht doch eine Kopie habe? Warum denn? War doch ein netter Abend. Ja, der Abend hat schön begonnen. Bis du erreicht hattest, was du wolltest. Den Computer deiner Mutter. Und warum gehst du dann mit der Engel ins Bett? Was? Du bist so verlogen. Gib es wenigstens zu. Ich will dich nicht mehr sehen. Es ist aus. Verschwinde aus meinem Leben. Ich? Wie kommst du denn auf sowas? Hör endlich auf, mich anzulügen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe gesehen, wie du mit ihr rumgemacht hast. Wann denn? Gestern, in der Wohnung von deiner Mutter. Was, du warst auch da? Ja. Und ich habe auch ganz genau gehört, was du zu ihr gesagt hast. Oh, Sandra ist ja lieb und nett. Aber du bist ein anderes Kaliber. Was hast du in der Wohnung überhaupt gemacht? Die Frage ist, was du da mit der Engel gemacht hast. Nichts. Ich wollte mich bei ihr einschmeicheln, um an den Computer meiner Mutter ranzukommen. Ach ja? Ich wollte diese verdammte Videoaufzeichnung löschen, um deinem Vater zu helfen. Ich glaub dir kein Wort. Sandra, du musst mir jetzt glauben. Fass mich nicht an. Weißt du was? Mach doch mit deiner Rosalie, was du willst. Ich bin sowas von fertig mit dir. Noch rumreiten mit dem Klump. Hier sind sie. Morgen. Ich habe sie die halbe Nacht gesucht. Tja, der Weinfritze. Ja, das war mein Sohn. Ja, das kann ja sein. Jedenfalls hat mich der aus dem Keller geschmissen. Und irgendwo muss ich ja schlafen. Nimm dein Bett, steh auf und geh. Hm? Also eins muss man ihn schon lassen. Einfallsreich sind sie, okay. Bleiben Sie halt hier. Ja, aber die Pferdel stinken schon ein bisschen. Das werden Sie schon aushalten. Was machen Sie da eigentlich? Ja, hochschneien. Auf einmal. Ja, mei. Was ist Ihnen eigentlich eingefallen, gestern so einfach in die Küche zu spazieren? Wenn Hildegard gemerkt hätte, dass Sie nicht Alfons sind. Diese Hildegard ist eine wunderbare Frau. Und eine Köchin. Ach, daher der Schönheitswahn. Ja, Sie wollten doch, dass ich ausschaue wie ihr, oder? Ja, schon, aber ja, ich kann ja nicht immer meine Mützen auflassen. Ja, okay. Aber doch nicht mit dem stumpfen Ding. Ich besorge uns eine anständige Schere. Und damit das klar ist, bis zum Kirchfest bleiben Sie hier versteckt. Und keinen Kontakt zu Hildegard. Hm? Ich muss jetzt los, die Zwick wartet. Aber es wird nicht spät heute Abend, ich schwör's dir. Bis später. Wahnsinn. Pass auf, hier könntest du den Tresen hinstellen, da die Umkleidekabinen. Alles bestens. Ich weiß nicht, ist das Ganze nicht ein bisschen zu groß? Nein, es ist perfekt für dich. Die Miete, die Lage. Die Leute rennen dir die Bude ein, ich schwör's dir. Geht das alles ein bisschen zu schnell jetzt? Pass auf, zum 1.1. wird der Laden frei. In der ganzen Umgebung gibt's kein weiteres Sportgeschäft. Muffensausen, ne? Naja, komm, hättest du doch auch. Das ist ein großer Schritt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, aber ich bin Sportler. Mit Bilanzen und Rechnungswesen habe ich einfach nichts am Hut. Dafür hast du doch mich. Da haben wir schon längst drüber gesprochen. Aber ich als Verkäufer, das... Also jetzt pass mal auf, deine Alternative lautet Bogenschießen mit mehr oder weniger talentierten Gästen im Fürstenhof. Also. Hallo. Na, da bin ich wieder. Ari, das ist ja eine Überraschung. Ja, ein schöner. Will ich doch hoffen. Das ist doch ein Wahnsinn, oder?
Seit der Jahrtausendwende haben wir die jetzt wachsen lassen. Und jetzt einfach ab. Aber mei, was tut man nicht alles für eine schöne Frau, gell? Hey, wir hatten einen Deal. Hier geht's nicht um Frauen. Und schon gar nicht um Hildegard, ja? Ja, ist ja schon gut. Moment, da muss noch was ab. Ja. Au! Entschuldigung. Da gucken Sie doch nicht so, da kommt ein Pflaster drauf und dann ist gut. Ja, da kommt ein Pflaster drauf und dann ist gut. Fräule. Und ein neuer Anzug will ich übrigens auch. Ja, so einen wie der Sompichl hat. Das ist nämlich der Hildegard sofort aufgefallen, mein altes Gewand. Was hab ich gesagt? Hände weg von Hildegard. Der ist doch noch gut. Der ist noch gut. Okay, aber ein neuer Mantel und warme Stiefel. Das war versprochen. Versprochen. Hallo, Papa. Was machst du hier? Hallo, Knopf. Schräges Outfit. Brütet ihr wieder was aus wegen der Wahl? Was? Ja, Wahl, genau. Ja, dann scheint's dir besser zu gehen. Sag mal, was ich dich fragen wollte. Wann hat noch mal Tante Käthe Geburtstag? Das ist doch jetzt bald, oder? Tante Käthe. Da fragst du am besten deine Mama. Jetzt komm, wenn sich in unserer Familie jemand Geburtstage merken kann, dann noch du. Ihr Vater hat im Moment ganz andere Sachen im Kopf. Der Wahlkampf, Sie verstehen. Hm. Aber sagen Sie mal, gibt's denn schon Pläne wegen des Jubiläums? Ich muss wissen, wie viele Gäste kommen. Soll doch ein ganz besonderes Menü werden. Ja, gut, dann frage ich mal eben nach und sag Ihnen Bescheid. Ja. Also, bis später. Wenn die eigene Tochter nichts merkt, dann kann er mich ab jetzt völlig frei bewegen. Ja. Konnte ich Lukas nur so blind vertrauen? Wir haben uns doch so geschworen, immer zusammenzuhalten und ehrlich miteinander zu sein. Aber er belügt und hintergeht mich in einer Tour. Warum lügt er mir so ins Gesicht? Wenigstens jetzt könnte er mir die Wahrheit sagen. Aber dazu ist er wohl zu feige. Wie kann man sich nur so in einem Menschen täuschen? Ich musste mich von ihm trennen. Aber es tut so unglaublich weh. Warum habe ich mich bloß in ihn verliebt? Frau Engel, schön, Sie zu sehen. Sagen Sie, nur kurz eine Frage. War gestern jemand hier in der Wohnung? Ich meine, außer uns beiden. Wie kommen Sie denn darauf? Jemand hat auf meinem Computer rumgespielt und meine nette kleine Dokumentation über unseren Herrn Direktor gelöscht. Tatsächlich? Mhm. Zum Glück hatte ich noch eine weitere Kopie gezogen, sonst wäre mein schöner Plan ins Wasser gefallen. Also, haben Sie mir vielleicht was zu sagen? Ich habe niemanden gesehen. Lügen Sie mich nicht an. Wer war gestern noch hier? Lukas. Hätten Sie nicht besser aufpassen können? Ich dachte wirklich, ja. Er wollte was von Ihnen? Mein Gott, Frau Engel, so naiv können Sie doch gar nicht sein. Meine Liebe, es tut mir weh, Ihnen das sagen zu müssen, aber mein Sohn hat Sie nur ausgenutzt. Erzählen Sie mir etwas, was ich noch nicht weiß. Wer hätte das gedacht? Lukas kann ja richtig durchtrieben sein. So, hoffentlich fällt das nicht auf. So ein bisschen hat er keins. Ach, des Menschen Glaube ist sein Himmelreich. Die sehen doch nur, was sehen wollen. Aber trotzdem hätten Sie ruhig ein bisschen besser aufpassen können. Ich habe ja noch ein paar Informationen zusammengestellt, also Anekdoten und so alles, was ich über Herrn Sonnbichler weiß. Ja, das, du hast ja sauber auswendig lernen, mein lieber Mann. Ja, haben nicht immer so viel Glück wie bei seiner Tochter. Ja, Grußchen ist.
Der Pfarrer darf keinen Verdacht schöpfen. Die beiden kennen sich schon ewig. Ja, aber eine Bedingung habe ich auch noch. Sie müssen mir ein bisschen was über die Frau Sonnbichler erzählen. Na schön. Ja, wunderbar. Zuerst einmal, wie ist sie so eine fantastische Köchin geworden? So läuft das nicht. Erst lernen Sie das auswendig und dann erzähle ich Ihnen was über Sie. Sie müssen Herrn Sonnbichler bis heute Abend besser kennen als er sich selbst. So schnell? Ja, ich habe schon einen Termin beim Pfarrer gemacht. Überzeugen Sie ihn, sich für Herrn Sonnbichler, also für Sie einzusetzen, damit Sie, also Herr Sonnbichler, die Wahl gewinnen. Ja, und wie soll das bitte gehen? Versprechen Sie ihm, dass Sie, also dass Herr Sonnbichler ihm eine große Summe für seine Kirche schenkt, aber erst nach der Wahl für einen gemeinnützigen Zweck. Ja, und was ist, wenn sich dann der Sonnbichler da nicht dran hält? Tja, so sind Sie eben, unsere Politiker. Hauptsache, wir gewinnen die Wahl und dann wird alles wieder gut. Inzwischen besorge ich Herrn Sonnbichler einen anderen Termin, während Sie beim Pfarrer sind. Nicht, dass Sie beide zur gleichen Zeit im Dorf gesehen werden. Sehr gut. Damit das klar ist, Gustl. Keine Extratour. Amen. Hallo. Hallo. Tja, hat leider nicht geklappt mit unserem schönen Plan. Wie? Ich habe doch den Film und die Kopie gelöscht. Aber wie es aussieht, hat diese Hexe noch eine weitere Kopie gemacht. Nein. Tja. Das war's. Ich muss dir jetzt meine Anteile am Fürstenhof geben. Diese verdammten Zastros. Ich wünschte, die wären hier nie aufgetaucht. Ist was mit deinem Lukas? Ich habe mich von ihm getrennt. Endgültig. Tatsächlich? Wieso denn? Ich habe ihn mit Rosa die Engel erwischt. Was? In flagranti? Keine Ahnung, wie lange das schon so geht. Oh Gott. Mein armer Liebling. Ich weiß jetzt, wie du dich fühlst. Dieser hinterhältige Kerl. Der hat die doch überhaupt nicht verdient. Aber du hängst immer noch an ihm, stimmt's? Was ist das? Sie? Ich? Das Bild hat Fabian extra für Sie gemalt. Es scheint, als hätte er einen richtigen Narren an ihn gefressen. Aber er kennt mich doch gar nicht. Danke, dass Sie sich so nett um ihn gekümmert haben. Ich weiß, dass er Marie und Hendrik ausgebüxt ist und auch, dass Sie ihn im Park gefunden haben. Aha. Also Nils, Marie und Hendrik wollten eigentlich nichts sagen, aber Fabian konnte sein Plappermäulchen nicht halten. Mhm. Ja, gut, haben Sie auch nicht mit Absicht gemacht. Man kann seine Augen ja nicht überall haben, oder? Fabian ist so schnell. Und seit diesem dämlichen Missverständnis mit Helen, also versuche ich das Ganze einfach entspannter zu sehen. Ich habe ja gedacht, sie wollte ihn entführen, also. Ja, ich weiß. Ich habe mir fest vorgenommen, ich stress mich nicht mehr, weil Fabian ist sicher am Fürstenhof. Trotzdem, Sie sollten in Zukunft besser darauf achten, wem Sie das Kind überlassen. So ein kleiner süßer Kerl, dem kann doch alles Mögliche passieren, wenn er ohne Aufsicht ist. Danke für Ihre Anteilnahme. Ich möchte nur helfen. Natürlich. Aber ich weiß schon, was ich meinem Sohn zumuten kann und was nicht. Na gut, also. Danke. Und schönen Tag noch. Suchen Sie was, Herr Sonnbichler? Ja, meine zweite Livree, die ist weg. Die wird in der Reinigung sein. Meinen Sie? Ja, oder denken Sie, jemand stiehlt sowas und spielt zu Hause heimlich Chefportier? Wohl kaum. Sie habe ich gesucht.
Wir müssen im Wahlkampf unbedingt noch einen Endspurt einlegen. Ja, ich weiß, Sie sind ziemlich eingespannt, aber schauen Sie mal. Hier sind die neuesten Umfrageergebnisse. Sowas interessiert mich nicht. Leider muss ich Ihnen sagen, dass Ihre Frau ihren Vorsprung weiter ausbaut. Dann hat Tanja mit ihrem sexy Auftritt im Wirtshaus ja richtig eingeschlagen. Ja, sieht so aus. Vielleicht sollten Sie sowas auch mal versuchen. Naja, Ihre körperlichen Vorzüge mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Ja? Welche denn? Ich hab sowas nicht nötig. Ich wollte ja nur nett sein. Ben. Ja, so ganz Unrecht hat er nicht. Ich habe schon mit einem Fotografen gesprochen. Wir brauchen unbedingt neue Bilder für die Plakate. Warum stimmt mit den alten was nicht? Nein, die sind schon in Ordnung, aber wir müssen da mehr auf Emotionen setzen. Und wie stellen Sie sich das vor? Soll ich auf einem Bild weinen, auf dem anderen lachen oder? Überlegen Sie doch mal. Was kommt bei den Leuten besonders gut an? Kinder und Tiere. Und das vor unserer herrlichen Alpenlandschaft. Da geht einem doch das Herz auf. Na, servus. Nur Mut. Ich habe für nachher einen Termin mit einem Fotografen ausgemacht. Und wo? Oben, auf der Almhütte. Grüß Gott, Bernhard. Ah, machst schon Pause. Was macht denn deine Erkältung? Schon besser. Was kochst du denn da feins? Also heute Morgen hat sich deine Stimme aber besser angehört. Ja, das kann schon sein. Was hast du denn da? Da, beim Rasieren. Das hat ganz schön Blut. Seit wann rasierst du dir denn die Ohren? Das ist ja jetzt wurscht. Du sag einmal, von dem Schweinskorn ist da nichts mehr da. Ach geh, jetzt. Den hast du doch gestern restlos verputzt. Und was wird das? Das ist eine Tomatensuppe, da kommt nachher noch ein Kabel dran. Eine Tomatensuppe? Ausgerechnet jetzt, wo ich so einen Kohldampf hab. Naja, nach der Erkältung, ich muss ja schauen, dass ich wieder zu Kräften komme. Du hast doch deine Brotzeit noch im Personalraum. Nein, mir war es jetzt eher noch Schweinsbraten. Mein Alfons, der Schweinsbraten ist aus und zu Hause gibt's jetzt auch keinen mehr. Passt dir das nicht? Ja, nein. Wie war's denn, wenn ich die heute Abend zum Essen einlade? In Oldenwirt. Ja, wir beide sind ja schon lange nicht mehr miteinander ausgegangen. Ja, gerade deswegen. Ich meine, du hast es auch verdient, dass du mal ein bisschen ausspannst und verwöhnt wirst. Sag aber einfach so. Oder gibt's was zu feiern? Oder hast du ein schlechtes Gewissen? Na, dass ich so eine wunderbare Frau hab, das ist doch Grund nur zum Feiern, oder nicht? Alfons, jetzt hört aber auf mit dem Schmäh. Aber warum eigentlich nicht? Gut. Ich nehme die Einladung an. Ben, Herr Richter hat sein Gepäck noch auf dem Zimmer gelassen. Würden Sie es bitte in einer halben Stunde holen? Geht klar. Danke. Alfons! Es ist ja schön, dass es dir wieder besser geht. Ja, sehr schön. Was denn mit deiner Stimme? Das wär schon wieder. Ja, also worum ich dich bitten wollte, die Gäste von Zimmer 19 hätten gern Opernkarten. Würdest du vielleicht welche besorgen, bitte? Alfons, hast du mir zugehört? Ja, hab ich, freilich. Ja, das machen wir schon. Opernkarten. Hey, sieh da. Die Gäste vom Zimmer 19 möchten Opernkarten. Kümmern Sie sich darum, bitte. Ja, aber was ist denn nicht umeinander stehen? Zack, zack. Hab ich mir notiert, jawohl.
Also ein bisschen. Was treiben Sie denn hier? Tut mir leid. Entschuldigung, aber ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Ja. Bitte. Alles schon wieder erledigt. Bitte schön. Danke. Ja, Herr Britz, habe ich notiert. Wiederhören. Alles erledigt. Die Opernkarten für Zimmer 19. Ich habe mich darum gekümmert. Sehr gut. Ja, endlich einmal ein Mitarbeiter, der selber aktiv wird und nicht nur auf Anweisungen wartet. Weil ich jetzt von dem Restaurant aus angerufen habe. So toll ist das auch wieder nicht. Was? Ja, was soll ich denn machen, wenn Max hier stundenlang die Leitung blockiert? Ja, na, das ist völlig klar. Ich muss jetzt leider weg. Ich habe einen Termin mit einem Fotografen. Max, Sie wissen Bescheid. Klar. Also, unser lieber Herr Sonnenbichler ist in letzter Zeit irgendwie durcheinander. Findest du nicht auch? Ich hab eigentlich nur zwei Opernkarten, hab ich gesagt. Opernkarten? Aber das hat sich schon erledigt. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Auf Wiedersehen. Was ist denn mit dem los? Jetzt wird er auch schon senil, oder was? Wow, das war ja gar nicht schlecht. Allerdings. Wollen wir bei dem Regen nicht lieber reingehen? Nee, ich habe jetzt für die Stunde bezahlt. Komm. Okay. Wo warst du eigentlich die letzten Tage? Bei meiner kranken Tante. Und du hast trainiert? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ständig ihre Meinung ändern. Bogenschießen ist für mich Vergangenheit. Henrik, du kannst doch unmöglich... Harry, ich werde in München ein Sportgeschäft aufmachen. Schon vergessen? Nee. Ja sein können, dass du noch mal zur Vernunft kommst. Das ist vernünftig. Simon und ich haben uns vorhin den Grundriss von einem Laden angeschaut, der perfekt wäre. Tut mir übrigens leid, der Streit zwischen Simon und mir. Ja, haben wir alle etwas überreagiert. Konnte ja keiner ahnen, dass es in Wirklichkeit überhaupt keinen Stalker gibt, der Fotos von Marie machen will. Ja, stattdessen nur ein Paparazzo, der ein Foto von der Freundin des Weltmeisters wollte. Mensch, das war richtig schrecklich für mich, als mich alle verdächtigt haben. Tut mir auch sehr leid. Sag mal, wie sieht's eigentlich aus? Brauchst du Startkapital für deinen Laden? Hm? Ja, ich kann dich finanziell unterstützen. Ja, was hältst du denn davon, wenn ich als stiller Teilhaber mit einsteige? Als Teilhaber? Ja, ich hab genug Geld. Ja, aber... Ich kann dir sofort was geben in bar. Ich hab genug Geld im Hotel C fliegen. Ich wollte mich nur kurz nach dem Stand der Planung für unser Jubiläumsfest erkundigen. Läuft alles. Geht das etwas genauer? Bitte. Ich stehe in Verhandlung mit einem Pariser Museum wegen einer Leihgabe. Die besitzt ein wertvolles Ölgemälde, das den Erbauer des Fürstenhofs zeigt. Die Feier selbst planen wir im Rokokostil, dazu passend Dekoration und Blumenschmuck. Schön. Und was die entsprechenden Menüs angeht, warte ich noch auf Antwort von Herrn Konopka. Gehört er dir? Nein. Behalte ihn, wenn du willst. Schlecht gelaunt, was? Nein. Warum? Wieder mal Stress mit Sandra? Ach, übrigens, falls du wieder mal Hilfe brauchst, so wie damals im Casino, zähle bitte nicht auf mich. Haben Sie schon was gefunden? Ja. Für meine Frau bitte das Hühnerfrikassee und für mich die Schlachtschüssel. Ja, ganz super. Danke. So, bitte schön. Danke. So. Schön, dass wir mal wieder miteinander essen sind. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Sag ich doch. Höchste Zeit, dass ich meine wundervolle Frau wieder einmal ausführe. Was ist eigentlich mit dir los? Warum bin ich sonst so unaufmerksam? Nein, aber
wie du redest, das... Wie ich rede oder was ich sag? Ja, das... Irgendwie klingt es wie früher. Da fällt mir gerade ein, die Geschichte mit der Fini und ihre Glückskekse. Meinst du Fanny? Fanny, natürlich. So. Die wollte eigentlich mit dem Spruch beim Konopka landen. Ja, und dann hast du den Zettel gekriegt und hast gedacht, ich schicke dir eine Liebesbotschaft. Schön. Ich meine, schön, dass wir jetzt da so sitzen. Du sag mal, warum hast du dich nicht umgezogen? Da hab ich keine Zeit dazu gehabt. Du, das war so viel los heute. Mhm. Aber lass uns jetzt bitte nicht über die Arbeit reden. Wo ist denn dein Ehering? Oh, den hab ich wahrscheinlich beim Händewaschen im Hotel liegen lassen. Aber. Ist das nicht gekommen? Ja, dann ist Herr Sonnbichler wahrscheinlich doch krank geworden. Der sah vorhin schon so komisch aus. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer. Wieder. Abend, Hildegard. Oh. Abend, Herr Sonnbichler. Herr Konopka, das gefällt mir aber, dass wir uns sehen. Tut mir leid, Hildegard, aber ich muss Ihnen leider Ihren Mann entführen. Ja, warum das denn? Wir müssen etwas Wichtiges besprechen wegen des Wahlkampfes unter vier Augen. Nein, das geht jetzt gerade nicht. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, wenn man dabei nicht selber fällt. Ja, aber warum denn gerade jetzt? Wir haben dann noch nicht mal gegessen. Anscheinend geht's wirklich nicht anders, Hildegard. Aber wir holen das noch. Tut mir leid. Siehst du, so ist es bei uns immer. Dann warte ich auf dich zu Hause nachher. Aber wir müssen der Bedienung noch Bescheid sagen, dass wir nicht essen. Das magst du schon, gell, Hildegard? Ja. Tut mir leid, Hildegard, trotzdem noch einen schönen Abend. Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier? Gibt noch viel Arbeit. Ja, ich möchte auch, dass es schön wird. Irgendwie ist es immer noch auch mein Hotel. Dein Zuhause wird es immer bleiben. Guten Abend. Guten Abend, Herr Heinemann. Darf ich Sie kurz stören? Natürlich. Es ist sehr nett, dass Sie sich so um Fabiens Wohl sorgen. Aber es geht zu weit, wenn Sie sich in seine Erziehung einmischen wollen. Das will ich auch gar nicht. Und bitte hören Sie auf, Tanja zu kritisieren. Ich habe ihr nur gesagt, sie soll... Es geht einfach nicht, dass Sie unterstellen, sie würde nicht gut genug auf Fabian aufpassen. Jetzt übertreiben Sie aber. Ich habe mir nur Sorgen um den Kleinen gemacht. Und genau das brauchen Sie nicht. Tanja ist eine gute Mutter. Sie weiß genau, was sie tut. Entschuldigung, schönen Abend noch. Also... Jubiläumsfeier. Wo waren wir stehen geblieben? Was habe ich Ihnen gesagt? Hände weg von Hildegard. Was tun Sie? Es ist doch nichts passiert. Nichts passiert? Sie waren mit ihr essen. Wissen Sie, wie riskant das ist? Und wieso haben Sie eigentlich die Livree von Herrn Sonnbichler an? Haben Sie die etwa geklaut? Na, ausgehen. Ich kann doch nicht in meinem alten Anzug mit meiner Frau ins Wirtshaus gehen. Sie soll mit ihr nirgendwo hingehen und das ist auch nicht ihre Frau. Ach, das ist eine wunderbare Frau. Ich kann einfach nicht anders. Was soll ich denn machen? Sie sich an Riem, oder? Oder was? Wollen Sie mir vielleicht drohen? Ohne mich läuft ja doch gar nichts, gell? Was soll das heißen? Nicht was du willst, sondern was ich will, soll geschehen. Ohne mich, da können sie einen doch einen ganzen Wahlkampf mitsamt dem Pfarrer auf den Hut aufstecken. Außerdem, weil sie ja immer so gescheit sind, eins haben sie doch vergessen. Da, Ehering, hat die Hildegard natürlich sofort gemerkt. Was hat sie gesagt? Keine Angst, ich hab mir schon eine gute Ausrede einfallen lassen. So, und jetzt bin ich müd. Gute Nacht, jetzt geh in meinen Stall. Ja? Sonnbichler. Herr Sonnbichler, was ist denn passiert? Wissen Sie, wie kalt es ist, wenn man ganz allein oben auf der Alm steht? Heißt das, der Fotograf ist nicht gekommen?
Eine Stunde habe ich gewartet. Tja, dieser Kerl ist überhaupt nicht gekommen. Können Sie mir vielleicht einmal sagen, mit was für unzuverlässigen Leuten Sie Termine machen? Das tut mir wirklich leid, Herr Sonnbichler. Der Fotograf kriegt was zu hören. Mit dem arbeiten wir kein zweites Mal zusammen. Ja, das will ich hoffen. Ja, gute Nacht, Herr Kanuck. Mei, du bist ja schon da. Ja, schon ist gut. Und umgezogen bist du schon? Ja, natürlich. Schade, dass wir den schönen Abend so plötzlich abbrechen mussten. Aber das holen wir nach. Was holen wir nach? Na ja, dass wir beide mal was unternehmen. Wir zwei ganz allein. Hast du deinen Ring wieder? Ja, was meine ich, hab ihn verloren? Ja, nicht verloren, aber verlegt vielleicht. Was macht denn dein Ohr? Was macht mein Ohr? Naja, die Verletzung kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Man sieht ja gar nichts mehr. Die Wunde vom Rasieren. Ach komm. Die Wunde. Ist ja auch egal. Weißt du was? Zu Hause ist auch schön. Oh nein, ausgerechnet. Muss das sein? Für einen Stick? Jetzt reißen Sie sich zusammen. Keine Ahnung, was mit Ihnen los ist, aber langsam reicht's. Entschuldigung, aber ich weiß nicht, was Sie eigentlich von mir wollen. Meinen USB-Stick, der mir aus der Tasche gefallen ist, gestern in meinem Büro. Ja, soll ich Ihnen suchen, Herr? Jetzt Schluss jetzt mit dem Theater, Herr Sonnbichler. Frau Saalfeld, ich war gestern überhaupt nicht im Büro. Natürlich waren Sie das. Nein. Doch, Sie waren da. Und Sie haben meine Tasche umgeworfen. Also, soweit ich mich erinnere, haben wir uns gestern überhaupt nicht gesehen. Also, jetzt hören Sie auf, mich für dumm zu verkaufen. Ich will meinen USB-Stick zurück, und zwar sofort. Guten
Noch etwas Obstsalat? Nein, danke. Weißt du eigentlich schon, wie du dich entscheidest? Hm? Naja, die Frist, die Lukas Mutter dir gegeben hat, die ist doch jetzt abgelaufen. Ja. Und außerdem habe ich gehört, dass dieser Mann wieder da ist. Der, von dem du das Geld... Ja, ich weiß. Ich habe ihn gesehen. Und dann kannst du hier so seelenruhig und entspannt sitzen? Mach dir keine Sorgen, Sandra. Ja, was? Hast du denn keine Angst, dass er das rausfindet? Alles wird gut. Und wie? Ich habe vor seiner Abreise einige Vorkehrungen getroffen und heute Morgen einen sehr erfreulichen Anruf erhalten. Ein Anruf? Guten Morgen. Morgen, Simon. Hallo, Simon. Hi. Kann ich dich kurz sprechen? Ja, klar. Wir müssen mal drüber nachdenken, welche Weine wir ausschenken beim Jubiläumsfest. Und das ist abgegeben worden für dich. Zeig her. Ja, gut, ich komme gleich bei dir vorbei und dann besprechen wir alles, den Wein und auch was sonst noch anliegt, okay? Ja, okay. Ja? Guten Morgen. Morgen. Was willst du? Soll ich dir dein Laptop deiner Mutter rausstellen, damit du wieder ein bisschen spionieren kannst? Wenn du möchtest, lasse ich dich auch gerne alleine. Du musst doch nicht mit mir flirten. Ich kann gut verstehen, wenn du sauer bist, Rosalie. Ich habe dich gefragt, was du von mir willst. Den USB-Stick, den du im Büro gefunden hast. Hast du den noch? Wieso? Ich hätte ihn gern zurück. Da sind noch ein paar wichtige Dateien drauf. Gestern hast du gesagt, der gehört dir gar nicht. Das war ein Irrtum. Und was für Dateien sollen das sein? Adressen für die Jubiläumsfeier. Nichts Besonderes. Gerade hast du aber gesagt, sie sind sehr wichtig. Rosalie, hör auf mit dem Spielchen. Bitte gib mir den Stick. Das kann ich nicht. Rosalie, bitte. Ich habe ihn nicht mehr, du kommst zu spät. Was? Ja, er war kaputt, ich habe ihn weggeworfen. Du lügst. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du gerne den Müll durchsuchen. Sag mal, Harry will dir wirklich das Geld für den Laden geben. Mhm, aber nicht geschenkt. Er will bei mir einsteigen, als stiller Teilhaber. Was sagt denn Simon dazu? Ich weiß nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sonderlich begeistert sein wird. Ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Angebot halten soll. Er hätte da auf einen Schlag keine Geldprobleme mehr. Ja, das schon. Aber die Idee mit dem Sportgeschäft, das ist irgendwie eine Sache zwischen Simon und mir. Bei Harry habe ich da ein komisches Gefühl. Du traust ihm nicht. Ja, der Typ ist irgendwie merkwürdig, aber ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Kein schlechter Mensch. Aber den Nervensägen. Vielleicht will er einfach nur gemocht werden. Dieser Fotogeschichte hat ihm echt Unrecht getan. Oh ja, ich weiß. Das hat ihn ganz schön umgehauen. Und das bei seiner Vorgeschichte. Dieses Gefühl, schuld am Tod seines Bruders zu sein, das wird ihn noch ewig verfolgen. Wahrscheinlich ist es ihm deswegen so wichtig, Gutes zu tun. Indem er mir den Laden finanziert? Warum nicht? Er will dir helfen. Weißt du was? Red doch einfach noch mal mit Simon. Ich finde, ihr solltet ihm eine Chance geben. Du bist toll, weißt du das? Heißt das, dass ich recht habe? Ich rede mit Simon. Oh Mann, für dieser verdammte Mistkerl, das wird er mir büßen. Frau Saalfeld? Ach, Mann, können Sie nicht klopfen, bevor Sie reinkommen? Ich habe ja geklopft, aber Sie haben mich wahrscheinlich nicht gehört unter dem Tisch. Können Sie mir mal verraten, was Sie da suchen? Ich hab was verloren. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber was? Mein USB-Stick. USB, Speicherchip, Computer, klingelt's. Frau Saalfeld. Ja, jedenfalls habe ich darauf den Film kopiert, der den alten Saalfeld zeigt, wie er das Geld aus dem Safe klaut. Und eigentlich bin ich mir sicher, dass der Sonnbichler sich den gegriffen hat, aber... Ach, Herr Sonnbichler hat Ihnen den Stick gestohlen? Der war gestern hier im Büro und jetzt ist das Ding weg. Und damit auch mein schöner Plan. Ich hatte den Konopka schon am Boden und jetzt? Hilft Ihnen das vielleicht weiter? Oh, da ist er ja.
Wo haben Sie denn den her? Den habe ich hier gefunden. Ja, wieso sagen Sie das nicht gleich? Jetzt ist der Miss Kell dran. Ich hoffe, Sie vergessen nicht, wer Ihnen geholfen hat. Keine Sorge. Das Blumenmädchen wird nicht mehr lange hier am Fürstenhof sein. Was ist los mit mir, Herr Doktor? Alle sagen, dass ich so vergesslich und so zerstreut bin. Mhm, ja. Also ich persönlich fühle mich eigentlich fit, aber... Ja, aber? Das Verrückte an der Sache ist, dass ich mich überhaupt nicht dran erinnern kann, wann ich so ein Trottel gewesen sein soll. Bitte? Frau Cosima Saalfeld zum Beispiel behauptet, ich hätte ihr was weggenommen. Die Hildegard sagt, ich wäre gestern Abend total nett gewesen zu ihr. Und waren Sie das nicht? Ja, schon. Aber gestern Abend, ja, so ganz normal halt. Und auch die Kollegen behaupten, ich würde zurzeit alles vergessen und durcheinander bringen. Aber auch daran kann ich mich nicht erinnern. Aha. Das ist doch verrückt. Offensichtlich vergesse ich sogar, dass ich was vergessen habe. Aha. Herr Doktor, was passiert da mit mir? Das ist ein Gefühl, als würde ich zwei Leben leben. Ja, Herr Sonnbichler, also organisch konnte ich nichts feststellen. Sie sind kerngesund. Doch. Da bin ich kein Experte. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen zur Sicherheit eine Überweisung geben zu einem Neurologen. Ja, also ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht sind ja das schon die ersten Anzeichen für Altersschwachsinn. Also, Bicher, wollen Sie meine Meinung hören? Ja, natürlich. Sie haben im Moment einfach zu viel um die Ohren. Sie führen ja im wahrsten Sinne des Wortes so eine Art Doppelleben. Ja, zum einen die harte Arbeit im Hotel und zum anderen der harte Wahlkampf fürs Bürgermeisteramt. Ja, aber was soll ich machen? Ja, Herr Sonnbichler, kürzer treten. Ob jung oder alt, das hält niemand aus. Sandra. Sandra, bitte. Was? Willst du wirklich, dass es so endet? Wir haben uns doch geschworen, dass wir alle Schwierigkeiten gemeinsam meistern, ohne wegzulaufen. Und jetzt? Warum willst du mir nicht glauben, dass ich dir und deinem Vater nur helfen wollte? Lukas, bitte. Ich habe diese Kamera nicht installiert. Und mit Rosalie hatte ich auch nichts. Hör auf! Ich weiß einfach gar nicht mehr, wann ich dir glauben kann und wann nicht. Es ist viel zu viel passiert. Das mit uns... Das ist vorbei. Ja, Herr Lugauer, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ja, natürlich. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Worum geht's denn? Ja, womit beginnen? Es handelt sich nämlich um eine sehr delikate Angelegenheit. Ich weiß, dass Sie vertrauensvoll eine große Summe Bargeldes bei uns im Haussafe deponiert haben. Leider mussten wir feststellen, dass ausgerechnet der Direktor des Fürstenhofs sich an dieser Summe vergriffen hat. Zum Glück habe ich eine Filmaufnahme, die diesen unseligen Diebstahl dokumentiert. Frau Saalfeld, ich würde vorschlagen, wir gehen zur Polizei damit, wir zeigen die Aufnahme und dann übergeben wir den Fall den Behörden. Bitte, Frau Saalfeld. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie peinlich uns diese Sache ist. Der eigene Direktor ein Verbrecher. Mir fehlen die Worte. Frau Saalfeld, darf ich bitte auch mal was sagen? Ja, Herr Lugau, ich rede zu viel. Entschuldigung. Nein, nein, ich verstehe schon Ihre Aufgeregtheit. Es ist so eine Schande, so eine schlimme Geschichte. Und das kurz vor unserer Jubiläumsfeier. Frau Saalfeld, vielen Dank für Ihre Offenheit. Ach, ich bitte Sie, das ist... Aber ich muss Ihnen sagen, es handelt sich um ein Missverständnis. Was?
Herr Saalfeld hat das Geld nicht gestohlen. Aber ich hab doch mit... Nein, ich selbst habe ihn gebeten, es aus dem Hotelsafe zu nehmen. Guten Morgen, Herr Sonnbichler. Hallo, Ben. Ist Ihre zweite Livree wieder aufgetaucht? Nein. Haben Sie Ihre Frau mal gefragt? Meine Frau? Ja. Ob sie in die Reinigung gebracht hat? Nein, das habe ich völlig vergessen. Ist alles in Ordnung, Herr Sonnbichler? Ich weiß es nicht. Guten Tag. Grüß Sie. Könnten Sie mir bitte helfen? Ja, gern. Kleinen Arrangement. Sagen Sie ruhig Erpressung. Haben wir beide etwas. Dieser Doppelgänger. Er hat einen Deckel im Wirtshaus auf mich schreiben lassen. Wahrscheinlich hat er sich auch an die Hildegard dran gemacht. Jetzt hat er meine zweite Livree an. Weißt du, wie tief du Sandra verletzt hast? Hat dich irgendjemand um deine Meinung gebeten? Du hast die ganze Zeit nur mit ihr gespielt. Wenn ich Ihnen so eine Geschichte erzählen würde, würden Sie mir glauben? Sie meinen also immer noch, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Wenn ich was vergessen habe, dann kannst du es einfach an der Rezeption abgeben. War's das jetzt mit uns?